Eigentlich ein Grund zur Freude. Paul hat erfolgreich sein Studium an der FU abgeschlossen. Masterarbeit fertig, Approbationsprüfung bestanden. Um Psychotherapeut zu werden, muss er jetzt eigentlich eine Weiterbildungsstelle finden. So zumindest in der Theorie. Meine Situation ist wirklich beschissen jetzt, wo ich aus der Uni rauskomme. Weil ich denke, ich bin top ausgebildet, bringe viel Erfahrung mit, bin super motiviert, möchte unbedingt als Psychotherapeut anfangen zu arbeiten. Aber wo und wie, weiß keiner. Eine Klinik hätte Paul eigentlich sehr gerne eingestellt. Aber wegen der Lücke im Gesetz weiß die Klinik nicht, wie sie Paul auch angemessen bezahlen kann. Im Endeffekt ist die Situation jetzt so, dass sich niemand in der Verantwortung sieht. Wir haben Krankenkassen, die irgendwie warten, wir haben Ausbildungsinstitute, die irgendwie warten und wir haben Krankenhäuser, die irgendwie warten, dass irgendjemand irgendwas macht. Und bis dahin sitzen wir hier und warten und können nicht arbeiten. Paul ist mit seinem Problem nicht allein. Auch Lena fragt sich, wohin nach dem Studium, obwohl sie noch ein paar Semester vor sich hat. Sie glaubt nicht daran, dass das Finanzierungsproblem in nächster Zeit gelöst sein wird. Also uns geht es also gar nicht gut damit. Wir sind alle irgendwie, es sind irgendwie Zukunftsängste, die damit verbunden sind, irgendwo auch Existenzängste, weil wir alle total fest vorhatten, diesen Job zu machen. Genau deshalb setzt sich Lena für eine schnelle politische Lösung ein. Zusammen mit dem Forum für Psychotherapeutinnen in Weiterbildung will sie deutlich machen, dass das nicht nur für Studierende schlimm ist, es kann sich auch auf die therapeutische Versorgung auswirken. Wenn keine Psychotherapeutinnen mehr ausgebildet werden, und das wird jetzt der Fall sein, dann wird es auch früher oder später noch krassere Versorgungslücken geben. Das zuständige Bundesministerium für Gesundheit sagt, es beobachte die aktuelle Situation und prüfe mögliche Maßnahmen. Bis die Politik die Finanzierung geklärt hat, bleibt für Paul nichts anderes übrig, als zu warten. Oder sich eben nach etwas anderem umzusehen. Dann war jetzt auch über die letzten Monate tatsächlich der Gedanke, okay, ich muss das Feld verlassen, ich muss mir einen komplett anderen Job suchen. Und die Option besteht immer noch, weil ich muss meine Miete bezahlen und ich möchte beruflich loslegen. Und die Situation, so wie sie jetzt ist für mich einfach unhaltbar. Und dabei sind es motivierte Menschen wie Paul, die in der Psychotherapie gebraucht werden. Christina Jochem ist die Vorsitzende der Deutschen Psychotherapeutenvereinigung hier in Berlin und stellvertretende Bundesvorsitzende. Schönen guten Abend. Schönen guten Abend. Frau Jochem, wer muss das denn organisieren, dass es eine Weiterbildung gibt und dass die auch ordentlich bezahlt wird? Dass es eine Weiterbildung gibt, dafür sind die Psychotherapeutenkammern der Länder zuständig. Das ist erfolgt, die haben ihre Hausaufgaben gemacht. Dass es eine Finanzierung gibt, das liegt beim Gesetzgeber und letztendlich beim Bundesgesundheitsministerium. Nun ist die jetzige Bundesregierung, der zumindest in Teilen vorher in Opposition gewesen, und hat, als der ehemalige Bundesgesundheitsminister diese Neuregelung gemacht hat, ganz deutlich schon damals darauf hingewiesen und gesagt, da muss was gemacht werden. Jetzt sind die in der Regierung, haben Sie das Gefühl, die kommen jetzt demnächst dann auch mal mit einer Lösung? Also die konkreten Finanzierungsvorschläge für die verschiedenen Arbeitsbereiche von Psychotherapeuten und die Versorgung von Menschen mit psychischen Erkrankungen, die liegen auf dem Tisch. Die sind bekannt all denjenigen, die gerade Politik machen in diesem Land. Aber dass jetzt aktuell wirklich eine Reaktion, also auch eine konkrete ein konkreter Finanzierungsvorschlag mit ins Gesetz reinkommt, das habe ich jetzt noch nicht gehört. Das erstaunt mich, weil wir reden ja alle darüber, dass es viel zu wenige Psychotherapeuten im Lande gibt, dass man keine Plätze bekommt und so weiter. Sieht die Politik das Problem nicht oder gibt es da irgendeinen anderen Grund dafür? Sie stellen genau die richtige Frage und das fragen wir uns alle, weil wir haben hier wirklich ein Versorgungsproblem und zwar schon sehr bald. Ein Drittel der Psychotherapeutinnen sind über 60 Jahre alt. Der Qualifikationsweg dauert 10 Jahre. Das heißt, es ist eine einfache Rechnung, wie schnell ein Versorgungsproblem entsteht. Plus, man muss dazu wissen, 80% der psychotherapeutischen Versorgung im Kinder- und Jugendbereich sind es sogar 90% der Versorgung, werden von dieser Berufsgruppe im Moment gestemmt. Das heißt, wir können es uns auch als Gesellschaft gar nicht leisten, diese Berufsgruppe in der Versorgung zu verlieren. Wenn jetzt
keine finanzielle Regelung kommt, heißt das, dass es im Prinzip genauso wie früher ist? Diejenigen müssen dann für wenig Geld eine Weiterbildung machen, wenn sie denn überhaupt noch Psychotherapeuten werden wollen, und müssen das dann gewissermaßen aus eigener Tasche den Lebensunterhalt finanzieren? Das wird so nicht mehr möglich sein, weil formal aus der Ausbildung eine Weiterbildung geworden ist, mit nach der Approbation. Und eine Weiterbildung unterliegt den Heilberufekammern, und die regelt, dass die in Hauptberuflichkeit passieren muss. Das heißt, die muss in Anstellung passieren, und deshalb gibt es diesen Grauzonenbereich wie früher so nicht mehr. Das heißt, ohne Finanzierung keine Weiterbildung, ohne Weiterbildung keine Fachkräfte. Also hängt es wirklich in diesem Bottleneck, in diesem, geht es nicht weiter. Ja. So ist es. Gucken wir mal und kurz aber trotzdem mal auf die andere Seite dieser Reform. Ich meine, die ist ja gemacht worden durchaus, weil man sie wollte, weil auch die Beteiligten, alle Beteiligten sie wollten. Gibt es denn noch was Gutes an der Reform? Unbedingt. Das alte System, das hatte strukturelle Fehler. Es war früher möglich, dass Studiumabsolventinnen ohne jegliche Sozialleistung, unter Mindestlohn, in der Patientinnenversorgung eingesetzt wurden, und das mit viel Verantwortung. Man musste mehrere 10.000 Euro aus eigener Tasche zahlen. Ich selbst hatte 3 Jobs gleichzeitig, um mich zu finanzieren. Kolleginnen haben sich da verschuldet. Das neue System hat den eindeutigen Vorteil, es hat mehr Chancengleichheit. Wenn wir dann die Weiterbildung in Anstellung haben, mit normalen Arbeitsverträgen, im Tariflohn, dann steht dieser Beruf allen offen. Dann hoffen wir, dass möglichst viele ihn auch nehmen können und das Problem gelöst wird. Herr Jochem, vielen herzlichen Dank. Sehr gerne.